Es ist Mittwochabend, 18.05 Uhr. Mein Name ist Oliver Rosenthal. Herzlich willkommen zur 5. Ausgabe von Ollis Abendshow. Hund, Katze, Maus und Meerschweinchen, das sind beliebte Haustiere in deutschen Landen. Michael Wortmeier hält sich ganz besonders possierliche Tierchen. Er beherbergt nicht nur eine oder vielleicht zwei, nein, er hält sich 80 Vogelspinnen. Und das wollte ich mir natürlich mal ganz genau anschauen und so habe ich ihn in Wilhelmshaven besucht. Im Winter, wobei wir haben ja noch keinen richtigen Winter, man kann wirklich nicht von Winter sprechen bei den Temperaturen, aber vielleicht kommt er ja noch. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der grauen Jahreszeit, alles ist draußen grau in grau, aber später klären wir, wie wir mit kleinen Deko-Ideen das Zuhause richtig gemütlich gestalten können. Am Telefon habe ich dann nämlich die Wohnexpertin Uta Stahmann und die hilft uns ganz gewaltig auf die Sprünge. Trauen Sie sich doch mal wieder. Am vergangenen Wochenende fand in der Weser-Ems-Halle in Oldenburg die Hochzeitsmesse statt. Wir sprachen mit der Projektleiterin Dagmar Finkmann und haben uns natürlich auch für sie auf der Messe umgeschaut. Das alles und wie immer noch viel mehr erwartet sie in den nächsten 55 Minuten. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Viel Spaß! Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web any size. Haben Sie eigentlich ein Haustier? Vielleicht einen Hund? Vielleicht ja auch eine kleine Katze? Möglicherweise, wir werden ja nicht nur in der Stadt Oldenburg gehört, sondern auch in Oldenburg und umzu, wie es immer so schön heißt. Vielleicht leben Sie ja auf dem Land und vielleicht haben Sie Gänse? Hühner oder möglicherweise auch einen Esel? Könnte ja sein, das sind ja ganz normale, gewöhnliche Haustiere, die kennen wir alle. Michael Wortmeier aus Wilhelmshaven hat auch einen Hund. Ja, brav, Hasso, Sitz, mach Platz. Entschuldigung. Aber bei ihm leben noch viel spannendere, possierliche Tierchen, nämlich Vogelspinnen. Und zwar nicht nur so ein oder zwei Stück, sondern er hat gleich 80, wenn schon, denn schon. Und das habe ich zum Anlass genommen, ihn einfach mal in Wilhelmshaven zu besuchen. Da hat er die ganzen Spinnen in einem extra Raum. Und meine erste Frage war natürlich, wie kommt man da drauf, sich eine Vogelspinne als Haustier zu halten? Ja, das ist die Faszination. Also mich haben Insekten und Spinnentiere schon immer fasziniert. Und das hatte sich einfach mal irgendwie ergeben, meine erste eigene Bude. Und ja, dann hatte gerade jemand seine Tiere zum Verkauf angeboten im Kleinanzeiger. Und dann da kam das eine zum anderen. Und ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt, weil es sind einfach für mich die perfekten Haustiere. Pflegeleicht, sind ruhig, machen, stinken nicht und kann zwar nicht jeder nachvollziehen, aber ich fand es schon immer faszinierend. Wie lange lebt denn so eine Spinne? Ist das von Art zu Art unterschiedlich? Leben Männchen vielleicht länger als Weibchen oder umgekehrt? Also in der Regel 12 bis 15 Jahre. Das kommt natürlich auch auf die Art an. Also es gibt südamerikanische Arten, die 25 bis 30 Jahre alt werden können. Wobei Tiere in der Terrarienhaltung in der Regel älter werden als in der freien Natur. Das liegt auch mit der, allgemein mit den Umweltbedingungen hängt das zusammen. Dann auch, wie oft Tiere einen Kokon bauen, sprich also für Nachzuchten sorgen und davon hängt das alles ein bisschen ab. Dann gibt es kleinere Arten unter den Vogelspinnen, die werden bis zu 5 Jahre können die werden. Dann ist noch ein Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Männchen werden lange nicht so alt wie die Weibchen. Männchen, die haben noch so nach der Geschlechtshäutung in der Regel ein Dreivierteljahr bis anderthalb, 2 Jahre. Bei einigen Arten kann es mal 3 Jahre sein, aber ein Jahr ist so die Regel. Dann ist es dann vorbei mit dem Männchen. Was fressen die denn so? Ja, ist natürlich auch wieder von der Größe abhängig. Also am meisten werden Heimchen verfüttert, Grillen. Also Heimchen ist im Prinzip auch so eine Grillenart. Dann Heuschrecken werden verfüttert und Schaben, Mäuse kann man verfüttern, ist aber eher die Ausnahme. Ich persönlich mache es auch nicht so gerne, sondern halt eben ist es von der Größe der Spinne auch abhängig. Die typischen Anfängertierchen sind nicht anspruchsvoll in der Haltung. Sie brauchen eine Standardtemperatur von ca. 25 bis 27 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 75 bis 85%, so ungefähr. Sie sind also relativ einfach zu halten. Aber ich als Laie frage mich natürlich, wie giftig sind diese Vogelspinnen eigentlich? Wenn ich jetzt mal gebissen werde, was passiert da? Haut mich das dann gleich um? Ich kann da nichts zu sagen, ich bin noch nicht gebissen worden zum Glück. Man kann sagen, Vogelspinnen sind minder giftig. Es gibt da natürlich auch wieder so ein paar Unterschiede, je nachdem wo die leben. Also Afrikaner und Asiaten haben ein etwas stärkeres Gift als die Amerikaner zum Beispiel. Aber die gelten als minder giftig. Man kann das ungefähr vergleichen mit einem Bienenstich in etwa. So von der Wirkung her, vom Schmerz her. Aber es gibt keine Fälle mit Todesfolge oder wo es mal wirklich hart auf hart ging. Es ist
es gibt Einzelfälle, der wurde von einer asiatischen Baumbewohnerin gebissen. Die lagen dann mal 2 Wochen im Krankenhaus, dass dann mal Gliedmaßen mal so ein bisschen taub wurden, aber das legt sich dann alles mit der Zeit, aber sind minder giftig. Wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte eine Vogelspinne als Haustier haben, wo kann ich denn eine kaufen? Am besten über einen Stammtisch. Ja, das Einfachste ist über irgendwelche Börsen oder halt, man kennt jemanden, der Vogelspinnen hält. Oder wir sind auch jedes Jahr auf der Messe dann Oldenburg hier immer vertreten und wenn man Fachleute an der Hand hat, sich an die wenden. Ich persönlich rate immer vom Erwerb über Zooläden ab oder Baumärkte. Das ist also für mich eine absolute Katastrophe. Und sonst versuchen wir übers Internet, sich da irgendwie einen Züchter an die Hand zu holen. Dann hat man den Fachmann dahinter, der kann einem da ein bisschen was zu erzählen. Der kann auch Tiere besorgen, der kann auch das Terrarium einrichten. Das machen wir auch immer. Speziell nach den Messen werden wir immer darauf angesprochen, ob wir nicht irgendwelche Tiere besorgen. Und es sind größtenteils oder es sind eigentlich immer eigene Nachzuchttiere. Das heißt also, wir wissen, die Tiere sind gesund. Wir legen die Hand dafür ins Feuer und es sind auf jeden Fall Nachzuchttiere, weil in den Zoogeschäften weiß man das auch nicht unbedingt, ob das immer Wildfänge sind und davon raten wir eigentlich auch immer ab. Wie vermehren die sich denn eigentlich genau? Ich sehe, dass sie Männchen und Weibchen getrennt haben. Also offensichtlich verträgt sich das nicht so gut, wenn man die zusammen in einem Terrarium hat. Sind das generell Einzeltiere? Also es sind generell Einzeltiere. Es gibt einige, an die kann man in Gruppe halten, aber das wird immer noch scharf diskutiert im Internet. Also die einen probieren es mal. Es kann eine Zeit gut gehen. Bei manchen Arten funktioniert es tatsächlich, aber generell sind es Einzelgänger. Mit dem Nachwuchs sieht es dann eigentlich so aus, wenn man ein Pärchen hat. Meistens ist es so, man hat immer das Weibchen und man sucht dann irgendwie ein Männchen. Wenn das dann geschlechtsreif ist, das Männchen, dann fängt es an, sich ein Spermanetz zu bauen und nimmt darüber dann das Sperma auf. Bulben nennen die sich, das sind so dieses Geschlechtsorgan des Männchens. Und man setzt dann halt eben das Pärchen zusammen. Dann fangen die meistens, die Männchen fangen dann an zu trommeln, senden also Signale aus, das Weibchen reagiert und irgendwann kommt das dann zur Kopulation. Wenn es geglückt ist, dann bauen die ungefähr so nach 3 Monaten, ist so die Regel, fangen die an, einen Kokon zu bauen und 6 bis 8 Wochen ist die Regel, schlüpfen dann die Jungtiere. Das war der erste Teil des Interviews mit dem Spinnenexperten Michael Wortmeier aus Wilhelmshaven. Bitte halten Sie schon mal Zettel und Bleistift bereit, wenn Sie sich für dieses Thema interessieren. Am Ende des Interviews gebe ich Ihnen noch ein paar wertvolle Tipps, wo Sie weitere Informationen bekommen können. Und Michael Wortmeier hat eben auch den Spinnenstammtisch erwähnt. Da erzähle ich Ihnen dann auch noch mal ganz genau, wenn Sie daran mal teilnehmen möchten, wo Sie den finden und wann der stattfindet. Also Zettel und Stift bereithalten. Informationen gibt es am Ende des Interviews. Sie hören Ollis Radioshow, 2x im Monat neu, hier auf Oldenburg 1. Ollis Radioshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab. We'll be right back.